Ja, ich habe auch noch mehr selbstgemachte Sachen und Knöpfe. Ich habe zum Beispiel aus uraltem Fimo, was ich kaum noch habe kneten können, da habe ich ein wenig Weiß dazu gemischt. Also das Blaue war sehr, sehr alt. Da habe ich Weiß dazu gemischt und ich glaube, es ist eine Perle, ja. Und beim Kneten fand ich einfach die Oberfläche sehr schön und ich habe mir einige Schmuckteile daraus gemacht. Und Perlen, also die ich dann irgendwann auffädeln werde und mit anderen kombinieren möchte. Ist alles per Hand gemacht, außer das hier, das ist wieder ausgestochen. Aber die Perlchen, die sind alle per Hand gemacht. Ja, und ich habe auch solche Figürchen gemacht. Das ist ein kleiner König auf seiner Insel. Und ja, so ganz verstehen tut es vielleicht keiner. Warum der so aussieht. Er hat aber seine Gründe. Also das bin ich. Das ist meine Fimo-Figur. Figur. Und ja, ich habe damals sehr viele von diesen hier gemacht. Das ist ein Herzenswunsch. Ich habe mal beim Talier gearbeitet. Das war noch damals, also an der Ecke war es damals noch, oh, hier habe ich mich verklebt gehabt, der Gondrom. An der Markt, also am Marktplatz an der Ecke in Offenbach. Und da habe ich dann für 3 Monate gearbeitet und ich habe für jeden Mitarbeiter einen dieser Herzenswünsche gemacht. Es gibt ja so einen Spruch, dass man, dass Menschen Engel mit einem Flügel sind und dass man nur gemeinsam fliegen kann. Und ja, irgendwie denke ich auch, dass man gewisse Herzenswünsche eigentlich, ja, eigentlich nur zusammen erfüllen kann. Also normalerweise kann man einen Herzenswunsch alleine kaum erfüllen und deswegen brauchen wir andere, die uns bei der Hand nehmen, die uns helfen, unsere Wünsche zu erfüllen. Und ich habe halt diese Thematik, leider habe ich mich halt bei dem verklebt, ich glaube, deswegen habe ich den auch noch. Ja, wir brauchen eben andere, um das zu erfüllen und deswegen habe ich das so gestaltet mit dieser Flügelsymbolik und dem Umarmen. Und ja, Herzenswunsch, das Herz. Ja, und dann habe ich halt die Inseln immer passend zu den Flügeln gemacht. Also wer das erkennt, das sind stilisierte Flügel. Und ja, ich habe in allen möglichen Farben welche gemacht und ich habe für jeden dieser Mitarbeiter und auch für meinen Freundeskreis solche Inseln gemacht und ich habe mir immer überlegt, welche Farbe passt zu wem. Dann habe ich zum Beispiel auch noch in der Zeit, wo die anderen, die Donuts und so entstanden sind, dieses Spiegelei gemacht und ich liebe es. Es ist so, so süß. Ich finde es echt goldig, ja. Und es hat so Würstbäckchen und Wurst und Wurstmund. Und so kleine coole Augen, wie ihr sehen könnt, das ist so, ja, steht heraus. Alles aus Fimo. Und das ist die Rückseite, die ist ein bisschen dreckig. Und ja, ich habe extra hier so ein Loch reingemacht, also Löcher, um das als Anhänger zu tragen. Aber schlussendlich habe ich es dann nie getan, was ich schade finde, weil das so goldig ist. Und deswegen habe ich es auch nicht verschenkt. Ich wollte es für mich allein. Ja, es ist mein Spiegelei am Morgen und das ist ganz glücklich, weil ich es gerade putze. Dann habe ich hier noch Donuts. Ja, diese Donuts haben echt große Löcher. Fragt mich nicht warum. Es ist so. Ich habe meiner Schwester noch ein Pärchen gemacht und die haben kleinere Löcher. Das sind meine Donut-Ohrringe. Also ich habe zwei. Und ich habe die so ein bisschen an Humas, also von den Simpsons, ja, Humas Donut angelegt. Der wird ja auch gerne mit so einem pink glasierten Donut gezeigt. Ja. Und ich mag die ganz gerne, die sind ein bisschen flippig. Also ich habe schon immer total strange Sachen getragen, so an Schmuck, weil ich auch vieles davon selbst gemacht habe. Ups, und ich schmeiße mit meinen Sachen rum. Und ja, ich mag die voll. Jetzt fehlt nur noch so ein bisschen rein. Nam, nam, nam. Dann habe ich noch ein paar andere Sachen. Ich habe zum Beispiel, hup, bin zu ungeschickt. Perlenohrringe aus Fimo.
sind auch nicht komplett rund oder so, sondern halt ein bisschen von der Form her wie eine echte Perle. Ist super spannend wahrscheinlich. Habe ich hier noch einen rosanen, passend zu dem anderen. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe mehrere von diesen Lebkuchenviechis gemacht. Gingerbread, Gingerbread. Und das ist eine winzige, winzige Brosche. Und zwar habe ich schon immer gerne im Winter und Herbst Rollkragenpullis angezogen, weil ich so oft Mandelentzündung hatte. Und ja, ich wollte mich auch nicht noch zusätzlich erkälten, damit ich das ganze Jahr über kaum noch Stimme habe. Es funktioniert auch ohne Mandeln inzwischen, dass ich ständig keine Stimme habe, dank meiner Allergie. Und ja, das ist für den Halskragen, so für den Rollkragen gedacht, ein ganz kleiner Anstecker. Ja, ist süß. Macht. Sieht so ein bisschen aus wie eine Gummipuppe, aber verzeiht es ihm. So ist das nicht gedacht gewesen. Ja, und wie man sieht, ist auch eine meiner älteren Broschen an der Befestigungsart. Sieht man das ja ganz gut. Ja, für Weihnachten war der übrigens und ich habe mir für Weihnachten auch einen winzigen Schneemann-Ohrring gemacht, der nicht komplett gerade ist. Und wie man sieht, habe ich da meinen. Habe ich keinen Pin oder sowas da drin, sondern irgendwie einen Draht mal gemacht. Ja, und er hat eine Karottennase, ist ein bisschen dreckig geworden. Aber ja, ich trage den jedes Jahr zu Weihnachten. Und das war eine Scheißarbeit. Glaubt es mir, eine Scheißarbeit. Wenn man keine richtigen Werkzeuge hat, ist es wirklich schwer, damit zu arbeiten. Aber ich mag ihn. Ja. Mein Schneemann-Ohrring. So an Weihnachten könnt ihr mich, also nicht nur an dem Tag von Weihnachten, sondern so in der Weihnachtszeit habe ich die immer an. Und ich habe mir auch noch so eine ja, Zuckerstange gemacht mit einer Fliege dran. Wieder so ein drahtspezifisches Gewerksel, damit das hält. Finde ich auch sehr, sehr hübsch. Trage ich dann immer so diese beiden Ohrringe und die kleine Brosche. Und auch sehr oft trage ich dann meine Bärenbrosche, die habe ich vor einer halben Ewigkeit gemacht. Das ist auch eine sehr, sehr alte Brosche. Und ich liebe diese Brosche. Das Gold, ich hatte damals kein goldfarbenes Fimo, habe ich höchst persönlich angemischt, dass es so ein bisschen Altgold oder sowas mäßig aussieht. Ich habe aus Pappe mehrere Schablonen gemacht, damit man den nachmachen kann. Ja? Hier sieht man auch, dass es eine alte Brosche ist. Seht ihr? Da sind mehrere Schichten, auch der Bauch, Nase, Händchen, damit er so minimale Struktur hat und nicht komplett flach ist, aber auch nicht kugelrund ist. Und ich mag den total. Habe ich dann so mit einem Stecknadelkopf, mein Gott, ich kann nicht mehr reden, so ein bisschen strukturiert. Wenn man den gleich hier hat, dann lassen wir ihn gerade hier so liegen. Ich habe Jahre später meiner Mama auch einen gemacht, weil sie den immer so toll fand. Ups. Und der sieht natürlich gleich, man sieht es. Man sieht einfach das Obst an der Schleife schon, dass der wesentlich ordentlicher gearbeitet ist. Und das, warum sind da immer irgendwelche Flusen dran? Naja, verzeiht es ihm. Da ist auch Dreck dran. Und ja, da sieht man vielleicht, das Fimo ist fertig so zu kaufen und ist auch nach diesen Schablonen gearbeitet. Und da habe ich hinten dran noch eine extra Ebene gemacht. Ob das jetzt sonderlich hübsch aussieht, keine Ahnung. Das hätte man vielleicht noch anders lösen können. Das kann man vielleicht auch noch verändern. Aber man sieht einfach, wie ordentlich der gearbeitet ist. Sehr glatt, gleichmäßig. Und ja, die Schleife sieht toll aus, finde ich. Ich will mich ja nicht selbst loben, aber mir gefällt er halt sehr gut. Aber ich finde, meiner ist auch sehr hübsch. Hier habe ich auch das Fell anders gestaltet. Auch eine sehr, sehr hübsche Brosche, finde ich. Mir gefällt sie sehr gut. Oder wartet mal, ich kann euch die beiden noch mal so im direkten Vergleich zeigen. Der eine ist auch größer als der andere.
Sieht man ja, der ist größer. Sehen sie nicht süß aus, die beiden? So, dann, es werden gleich einige Leute an einen bestimmten Film denken, wenn sie diese Ohrringe sehen. Die sind auch sehr alt. Die habe ich mit 15, 16 gebastelt. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. So das Gesichtchen. So die Form, ne? Sieht ein bisschen aus wie vom Punisher. Aber ich sag's euch, Leute, ich habe die damals gemacht. Ich war, wie gesagt, 15. Also ich denke 15 oder 16 war ich da. Und ich kannte den Film nicht. Ich habe ihn nie zuvor gesehen und ich habe auch das Logo nie gesehen. Ich habe einfach diese Köpfchen hier, die toten Köpfchen, nach gut Dünken mit meiner Schraubenzieher für die Brille gestaltet. Und das kam halt dabei raus. Und ja, ich hatte die Ohrringe komplett mit schwarzem Nagellack, also diese Teile hier oben, komplett mit schwarzem Nagellack überzogen. Und das sind einfache Särge, ganz glatt. Die habe ich früher wirklich oft getragen. Das müsst ihr mir glauben. Ich bin so rumgerannt mit den Dingen. Ja. Erinnert mich an eine Zeit, die schon sehr, sehr lange her ist. Und zwar vermisse ich manchmal den Schmuck, aber garantiert nicht die Zeit. So, und dann habe ich noch einen Ring gemacht für mich. Wie man sieht, hier habe ich noch ein Stückchen hinzugefügt. Das ist einfach nur ein Fimo-Band mit vielen kleinen dieser Köpfchen. Und man sieht hier, dass ich den erst gekürzt habe, dann wieder erweitert habe. Und deswegen das so ein bisschen ungleichmäßig verteilt ist. Und diesen Ring trage ich tatsächlich heute auch noch. Aber er ist ein wenig zu groß. Damals war ich ein bisschen dicker. Und ja, ich glaube, ich könnte ihn noch am Ringfinger. Nein, kann ich nicht. Am Daumen kann ich den noch tragen. Ja. So einer meiner absoluten Lieblingsschmuckstücke, die ich selber gebastelt habe. Simpel, einfach und sehr, ja, Metal oder Gothic, wie auch immer. Dann habe ich etwas gebastelt. Das ist eigentlich, man legt sich das um die Stirn. Kennt ihr diese Stirnreifdinger? So. Sieht aus wie eine Kette. Man kann es als Kette tragen. Das hier hinten ist nur noch schwarzes Band. Aber ich habe das so im Prinzip immer als, ja, auf der Stirn entlang getragen. Ich kann es euch leider gar nicht richtig zeigen. Schade. So auf der Stirn, ja? Dürft ihr euch das vorstellen? So, das ist ein einfacher Nähfaden oder ein einfaches Nähgarn, was ich hier genommen habe. Und ich habe diese tränenförmige Perle gemacht. Auch wieder mit so einem Totenköpfchen drauf. Ich habe ganz viele von denen gemacht. Ich habe sogar, glaube ich, noch welche übrig. Und habe dann mit flüssigem Kleber hier gearbeitet. Habe das gesamte diesen gesamten Faden mit diesem flüssigen Kleber eingeschmiert, um damit die Perlen zu befestigen. Und diese ganzen Perlen, die sind nicht geknotet, weil ich einfach zu blöd dafür war, den gleichmäßigen Abstand dann einzuhalten. Nein, das ist alles Kleber und es hält seit, ja, die habe ich gemacht mit 16, 17, so in dem Zeitraum. Ein bisschen später, das sieht man da dran. Ich habe zwar diese Totenköpfchen, wie gesagt, die habe ich bis heute noch. Die habe ich aufbewahrt, aber ja, die Kette wollte ich irgendwann mal machen. Ich habe viele Zeichnungen noch von meinen Schmuckstücken, die ich alle nicht umgesetzt habe, aber das war eine, die ich umgesetzt habe. Und die mag ich sehr, sehr gerne. Meine Mutter hat auch gesagt, das war das Schönste, was ich jemals so von Schmucksachen gebastelt habe. Das hat ihr am besten gefallen. Also für mich meine Sachen. Obwohl es schwarz ist, Leute, ja. Und meine Mutter garantiert nicht begeistert von dieser Zeit war.